der Sonne und der Nachtschatten gewechselt. Da bin ich wieder, der eine von den Shisha-Schisten. Und zwar heute geht es nicht um Shisha sonst was. Ich bin heute mit ein paar Kollegen, wie man jetzt vielleicht da im Hintergrund sieht, bei einem Videodreh. Und zwar ein Rap-Video. Wie viele von euch vielleicht wissen, ich mache auch seit 9 Jahren Rap. Und ein Kollege von mir hat gefragt, ob ich Making-of für ihn drehen will. Und ja, da sind wir jetzt am Set gerade angekommen und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht. Halb fünf gleich. Wir haben jetzt knapp 2 Stunden fast schon gedreht und haben jetzt die ersten Einstellungen im Kasten. Das hier ist der Videomann. Der kann euch jetzt mal ein bisschen erzählen, ob er zufrieden ist mit den Aufnahmen. Was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall, ich habe mein neues Gimbal-Ding hier. Ja, mal ausprobiert heute das erste Mal auf dem Dreh. Bin mega zufrieden auf jeden Fall damit. Mit den Aufnahmen, Jungs, auch soweit. Ne? Also werdet da im Endprodukt noch viel, viel mehr sehen. Jo, wir sind hier gerade unterwegs für die Shisha-Schisten. Ja, dann komm doch mal hier hin. Nee. So, mein Name ist Pete. Wir sind gerade unterwegs mit Luca von den Shisha-Schisten. Wir drehen gerade mein 3. Musikvideo mit dem jungen Herrn Gilo. Was kann ich euch erzählen? Es wird auf jeden Fall ein optisch sehr ansprechendes Video. Wir haben die ein oder andere schöne Sache in dem Video. Der Luca macht uns hier einen Vlog, einen Blog, ein Making-of, dass man auch mal sieht, wie das bei Cinema Entertainment und bei J.O. Fotografie hinter den Kulissen abgeht. Der Herr Gilo hat einen Hammer-Part abgeliefert. Mal wieder erste Sahne. Hammerhart, Hammer-Part, wa? Genau der. So Leute, jetzt sind wir in der Fabrik drin und da wird jetzt gleich weiter gedreht. Ihr seht ja, geil. Scheiße riesig hier und da hinten ist noch eine Halle und ja, wir sind hier in Köln-Wesseling. So, da bauen wir jetzt alles auf und dann wird weiter gedreht. Hier jetzt einfach gerade auch so normale machen, ohne. Oh. Danach wieder Mittwoch machen. Bitte keine. I am the one, the one, yeah. Seid gespannt auf das Video. Ein fester Video-Premieren-Termin ist noch nicht festgesetzt. Gucken einfach, wenn das fertig ist, wenn wir zufrieden sind, wenn wir meinen, die Zeit ist reif, dann wird das Video erscheinen. Das wird auf jeden Fall jetzt somit das größte Projekt, was wir bis jetzt gedreht haben. Und ich bin gespannt. Es kann nur gut werden.
bei so tatkräftiger Unterstützung. Jawohl. Jawohl. Geschafft, wa? Wir haben es geschafft, nach einem langen, nervenaufreibenden, kraftausraubenden, auslaugenden Tag haben wir das Prozedere jetzt hinter uns gebracht. Mal gucken, wie es dann im Gesamten wird. Wir sind auf jeden Fall sehr optimistisch, was die Sache angeht. Ja. So, Freunde der Sonne und der Nachtschatten gewechselt, das war's von dem schönen Making-of-Videodreh und die beiden Jungs. Ich habe noch ein bisschen was zu sagen. Wir waren jetzt hier bei dem Videodreh zu Die Ersten mit dem Herrn Gilo an meiner Seite nach 5 Jahren das erste Mal wieder zusammen auf einem Track. Wir haben ein super Video gedreht mit einem super Team, sehr schönem Equipment, was sich auf jeden Fall an der Leistung sehen lassen wird. Voll die kranken Kinder, Alter. Voll die kranken Kinder. Schau doch nicht alles hier rein. Mann. Hier. Und hier. Und jetzt reinschmeißen. Was machst du da? Money, Mama.